Hallo liebe Zuschauer bei Slow die Show. Heute möchte ich ein Thema erörtern, das mir sehr am Herzen liegt, und zwar gendergerechte Sprache. Es ist an der Zeit, dass unsere Sprache gerecht wird für die Rechte der Frau. Ich persönlich bin Vogue. Das bedeutet, ich kämpfe für die Rechte der Frau, ohne selber eine Frau zu sein, denn Frauen sind stark und unabhängig, aber sie brauchen unsere Hilfe, denn sie sind schwach und abhängig. Außerdem waren Frauen die letzten Jahrtausende nur Sexobjekte für die Männer. Deswegen will ich mich für die Frauen stark machen und hoffe, dass die Frauen das zu schätzen wissen, damit ich endlich eine von ihnen flachlegen kann. Diese geilen Säue so richtig wegknallen, das wäre so geil. Der Grund, warum ich dieses Video mache, ist, ich habe letztens die Sendung Kulturzeit auf Dreisat gesehen und dort hat die Moderatorin Folgendes gesagt. Sie hat gesagt, oh Mann, als Ausdruck des Erstaunens. Oh Mann, geht's noch sexistischer? Also bitte, nein. Ich habe mir überlegt, es wird ja viel über das generische Maskulin und Feminin diskutiert, das ist diskriminierend. Gleichheit wird erreicht, indem wir das generische Neutrum einführen. Die Artikel der und die müssen abgeschafft werden. Es sollte nur noch den Artikel das geben. Jedes Substantiv sollte nur noch als Neutrum existieren. Zum Beispiel das Rucksack, das Tee, das Kaffee, das Schal. Das ist gendergerecht. Es sollte auch die Wörter Mann und Frau nicht mehr geben und deren Äquivalente wie Typ, Tussi, Biatch und so weiter und so fort. Man sollte nur noch vom Menschen sprechen, und zwar das Mensch. Zum Beispiel, du bist ein geiles Mensch. Also, das generische Neutrum muss eingeführt werden, und zwar rektal. Denn Genitalien sind auch sexistisch, die sind unterschiedlich, aber jeder hat einen Arsch, deswegen sollte man dort das generische Neutrum einführen. Wo wir schon beim Sex sind, Sex, wie der Name Sex schon impliziert, ist sexistisch. Denn beim Sex geht's nur um Sex. Oh, das ist so dreckig. Nein, kein Sexismus mehr. Es sollte nur noch rektal und anal erlaubt sein, Sex zu haben. Und zwar nicht mit den sexistischen Genitalien, die nur die Unterschiede zwischen uns aufzeigen, sondern nur noch mit der Faust. Rein und raus und rein und raus und rein und raus und rein und raus. Das ist gendergerecht. Von den Genitalien allgemein sollte man überhaupt nicht sprechen. Das ist ein sehr sexistisches Thema, aber wenn ihr es unbedingt nötig habt, über Genitalien zu sprechen, solltet ihr allgemein davon reden, auch im Neutrum. Jedes Genital sollte als das Ding bezeichnet werden. Das Ding für mein Ding und das Ding der Frau. Oder was auch immer ihr dazwischen den Beinen habt. Beispielsweise in einem alltäglichen Satz wie, hey, schönes Mensch, du hast aber ein geiles Ding zwischen den Beinen. Darf ich mal dein Ding sehen? Das ist gendergerecht. Das ist charmant. Wenn wir das erreichen, dann wird das Leben wie im Paradies sein. Und wenn ihr alle mitmacht und wir diese Gendergerechtigkeit erreichen, dann kann auch ich mir vielleicht meinen Traum erfüllen. Und richtig geile Tussi voll vaginal wegfüllen. Also Leute, stay together, stay woke. Au revoir.